Wir alle bilden unzählige Sätze am Tag. Ob verbal oder nonverbal, macht keinen Unterschied. Wenn wir in unserer Muttersprache sprechen, denken wir meist gar nicht darüber nach. Jedoch fügen wir in jeden Satz ein Verb ein. Versucht doch mal, einen Satz ohne ein Verb zu formulieren. Klingt komisch, nicht wahr? Wir benötigen Verben, um syntaktisch korrekte Sätze zu formulieren. Jedoch ist Verb nicht gleich Verb. Wir unterscheiden im Deutschen zwischen vier Varianten. Nullwertige Verben, im Volksmund auch sogenannte Wetterverben, benötigen kein obligatorisches Argument, Subjekt oder Objekt. Sie sind schlicht und einfach Aussagen, wie zum Beispiel es schneit. Dabei ist es kein Subjekt, sondern ein nullwertiger Platzhalter ohne Funktion, der sich aus der indogermanischen Sprachgeschichte entwickelt hat. Zudem gibt es transitive Verben. Transitive Verben haben zwei Argumente. Der agierende agens, also ich, und den patiens, der betroffen ist. Ich liebe ihn. Transitive Verben verlangen also ein Akkusativobjekt. Dadurch lässt sich erklären, dass intransitive Verben kein Akkusativobjekt zulassen. Der Baum fällt. Sicherlich kann man den Satz nun erweitern, aber ohne Akkusativobjekt. Das Argument wird im Nominativ realisiert. Zu guter Letzt gibt es noch die transitive Verben, auch dreistellige Verben genannt, da sie drei Argumente besitzen. Ein Agens, den grünen Mark als Rezipient und das Buch als Thema. So verlangt das die transitive Verb nach einem Nominativ, Dativobjekt und einem Akkusativobjekt. Und was ist mit diesen Verben? Versuche doch mal, diese den Verbklassen zuzuordnen.